Es gibt heute noch ein anderes bedeutendes Jubiläum. Jakob Mierscheid wird 80 Jahre alt, dem ich ebenfalls im Namen des ganzen Hauses herzlich gratulieren möchte. Dieser geschätzte, gelegentlich verzweifelt gesuchte Kollege hat schon im Jahre 1979 in der Nachfolge von Carlo Schmidt seine denkwürdige Tätigkeit im Deutschen Bundestag aufgenommen. Er hat sich für die heutige Sitzung aus zwingenden Gründen entschuldigen müssen, was vermutlich die Spekulationen befördern wird, es gäbe ihn gar nicht. Das ist allerdings durch zahlreiche Fundstellen in der Literatur eindeutig widerlegt. Im Protokoll des Deutschen Bundestages taucht er zum ersten Mal am 25. April 1980 auf, interessanterweise angesprochen von einem Vertreter der Bundesregierung. Seine bisher denkwürdigste Leistung ist die Formulierung des sogenannten Mierscheidschen Gesetzes über den Zusammenhang von deutscher Rohstahlproduktion und Wahlergebnissen der SPD bei Bundestagswahlen. Davon werden wir in den kommenden Monaten vermutlich noch mehrfach zu hören bekommen. Ich hoffe sehr, dass uns der Kollege Mierscheid auch in der nächsten Legislaturperiode erhalten bleibt. Die naheliegende Aufgabe, die konstituierende Sitzung als Alterspräsident zu eröffnen, würde allerdings voraussetzen, dass er persönlich anwesend ist. So, wir kommen nun zur Tagesordnung.